Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Mock-Uppen von Opernarien. Die Geschichte dahinter ist, dass eine Eventagentur mich anrief und sagte, wir haben einen Kunden und der möchte bei einem Event, dass eine Opernsängerin und ein Opernsänger 4 Arien nachsingen und deswegen brauchen wir eine Version nur mit Orchester. Der erste Ansatz war zu sagen, okay, wir versuchen aus bestehenden Versionen den Gesang zu entfernen. Das habe ich mit 3 Tools gemacht, mit iZotope RX8, Spectral Layers One von Steinberg und Audynamics. Das hat zwar teilweise funktioniert und teilweise gar nicht, da habe ich aber auch keine Wunder wirklich erwartet. Das heißt, Plan B war, es wird ein Mockup gemacht. Und hier zeige ich mal, wie das Ganze funktioniert hat. Dann kam der harte Teil. Ich musste mir eine Tempospur erstellen, damit ich später wirklich teilweise quantisieren kann und wirklich die richtigen Zählzeiten setze und nicht frei zu einem Playback einspiele, was dauernd Temposchwankungen hat. Dafür habe ich in der Referenz, in einem Referenz-WAV-File auf jeden Taktanfang immer einen neuen Schnitt gemacht und teilweise das Ganze noch viel detaillierter. Ich habe, wenn zum Beispiel innerhalb eines Taktes Tempoänderungen gewesen sind, das Ganze auf die Zählzeit gemacht. Manchmal musste es noch genauer sein, auf Triolen, auf Achtel oder noch genauer, damit ich wirklich ganz nah am Original bin. Und das war manchmal gar nicht so einfach, denn die Sänger waren manchmal extrem laut, sodass man im Orchester nicht hören konnte, okay, was genau da wirklich passiert. Und manchmal war es auch das Orchester selber, dass die Instrumente nicht alle gleichzeitig auf die nächste Zählzeit gekommen sind oder man nicht wirklich genau hören konnte, wann passiert da jetzt was. Also es war auch ein bisschen Gefühl. Nachdem ich dann ein ganzes Stück endlich in die ganzen Parts eingeteilt hatte, kam der zweite Teil. Ich musste die Zählzeiten in Cubase oder hier arbeite ich mit Nuendo an die richtige Stelle schieben. Das mache ich mit Time Warp. Wie das funktioniert, zeige ich in einem anderen Video. Das zeige ich dir hier oben. Da habe ich da oben verlinkt. Und das heißt, ich habe wirklich jede Zählzeit, teilweise jeden Takt oder eben mehr, je nachdem, wie genau ich das geschnitten hatte, musste ich an die richtige Stelle schneiden oder an die richtige Stelle schieben, so dass ich nachher wirklich eine Tempospur habe und dass nachher die Zählzeiten, die ich bei mir habe, wirklich hundertprozentig mit den Zählzeiten des Originals zusammenpassen. Also das ist allein schon unglaublich viel Aufwand. Damit das Ganze für mich etwas übersichtlicher bleibt, habe ich dann nochmal die Takte mit verschiedenen Farben versehen. Der erste Takt war immer rot, der zweite grün, der dritte orange, der vierte gelb. Mehr als 4 Takte gab es meistens nicht pro Seite in der Partitur. Ich gab noch eine 5. Seite, gab es mal irgendwann, dann war es blau. Aber dann konnte ich auch ganz gut sehen, wo bin ich ungefähr in der Partitur. So sieht jetzt die Partitur aus. Wir haben die Flöten, wir haben eine Piccolo-Flöte, die Klarinette, ein Fagott, dann haben wir 4 Hörner, Posaune, Pauke, Grand Casa, eine Harfe und dann haben wir noch die Streicher. Und das heißt, ich habe dann wirklich jedes Instrument nach und nach eingespielt. Geht ja auch nicht anders. Einem Orchester sagt man wirklich so, Leute, jetzt spielt das mal alle gleichzeitig. Ist dementsprechend teuer, weil ja auch alle Leute gleichzeitig da sein müssen. In dem Fall war ich eine One-Man-Show und müsste wirklich alles nach und nach einspielen. Okay, nach so viel Theorie hören wir doch erstmal rein.
bevor wir in die akustischen Details reingehen, gucken wir uns nochmal kurz den Tempo-Track an. Da können wir nämlich wirklich sehen, was da passiert. Wir fangen hier mit 42,714 BPM an. Dann geht es kurz auf 42,748, 43,191, 46,322, 44,983. Jetzt wird es schneller, 48, 51, 55 und wieder 43. Ja, jetzt hören wir uns mal den Klick dazu an. Wir sind meistens im Schnitt bei 45. Und diese 45 BPM, das ist zum Einspielen ganz schön langsam. Sehr hilfreich dabei ist die Cubase-Funktion Click Patterns. Ich öffne jetzt die Metronomeinstellungen, indem ich auf das E klicke, neben dem Metronom ganz unten. Und jetzt haben wir hier die drei Reiter, Allgemein, Click Sounds und Click Patterns. Hier sind schon einige voreingestellt. Ich kann welche löschen und selber erstellen. Und selber erstellt habe ich mir zum Beispiel hier die Triolen. In dem Fall habe ich jetzt aber Double Tempo genommen. So, wie wähle ich das Ganze denn überhaupt aus, was ich jetzt für ein Click-Pattern habe? Wenn ich das nicht sehe, dann klicke ich auf diese drei Punkte neben dem E, halte die Maustaste gedrückt und ziehe die Maus jetzt nach rechts. Nicht nach links, sondern nach rechts. Jetzt haben wir die Einstellungen von den Vorzähler und jetzt kann ich hier das Pattern sehen. Ich ziehe noch ein bisschen weiter. Oh, jetzt ist das Pattern noch ein bisschen größer zu sehen. Und jetzt nehme ich zuerst mal das normale Tempo, Default. Und dann steht hier, dass wir in einem Takt vier Klicks haben und der erste ist betont. Also so, wie man es kennt. Und jetzt nehme ich mal das Set Double Tempo. Das klingt jetzt so. Und das Coole ist, dass ich jetzt auch die Betonung ändern kann. Und dafür muss ich jetzt nicht extra noch in den Pattern Editor und mir ein neues Preset erstellen, sondern das kann ich direkt in diesem Pattern Editor machen. Also ich kann jetzt ein Preset hier auswählen, was ich schon abgespeichert habe und kann das jetzt umändern. Und jetzt ändere ich einfach die Betonung. Kann auch mega hilfreich sein. Oder jetzt nehme ich mein Triolen-Pattern. Das klingt dann so. Da habe ich also eingestellt, dass wir 12 Klicks haben in einem Takt. Und ich habe den ersten betont, den vierten und so weiter und so fort. Dann klingt das so. Und dann fällt es mir viel leichter, die Triolen zu spielen, als wenn ich jetzt nur die Viertel hören würde. Okay, dann gucken wir uns doch mal den Anfang an, was da zu sehen ist. Und wir brauchen gar nicht alle Spuren aus dem Template. Wir lassen uns nur das anzeigen, was in dem Stück auch wirklich ankommt. Dafür sagen wir Spuren mit Daten zwischen den Lokatoren anzeigen. Und schon ist das Ganze wesentlich übersichtlicher. Und wir hören uns wieder den Anfang an, allerdings ohne Klick. Was wir jetzt in der Partitur wunderbar sehen können. Dabei übrigens ganz großen Dank an den Eduard Ladner, der bei allen Stücken, es waren insgesamt vier, mir in den Partituren die richtigen Stellen und Seiten rausgefunden hat. Das war nämlich gar nicht so einfach. Jetzt sehen wir in der Partitur, wir haben am Anfang die Bratschen und Celli, die die Triller spielen.
Und für Triller gibt es eigentlich fast nur eine Library, die ich total gerne benutze. Und zwar ist das Symphonic Fears von Orchestral Tools. Schon etwas älter, aber hat einen fantastischen Sound. Und da gibt es ein paar Patches, die ich super gerne nutze, unter anderem die Triller. Die meisten Libraries haben Triller in Halbton und Ganzton. Erstmal finde ich das meistens schon total bekloppt, dass es dann dafür zwei Patches gibt. Ich muss irgendwie umschalten mit Key-Switches oder was auch immer. Das ist dann umständlich, man muss sich das irgendwie merken. Und das war es dann schon. Also das war's? Ja, leider meistens schon. Und bei Symphonic Spheres ist das anders. Ich kann die Triller spielen. Das heißt, hier kann ich jetzt ganz einfach zwei verschiedene Tasten spielen. Ich muss die wirklich leicht nacheinander spielen. Und dann kann ich das sogar auch im Contact Player sehen, welches Intervall ich gespielt habe. Und das können wir schon hören, das war es nicht eine kleine Sekunde oder eine große Sekunde. Da hört es bei den meisten Libraries schon auf, sondern in dem Fall jetzt eine kleine Terz. Mal gucken, wie es weitergeht. Also bis zur Quinte geht es. Das ist wirklich super. Damit kann ich Triller hinkriegen, die ich sonst nicht schaffe. Und, das werden wir gleich auch noch sehen, was hier passiert, ich kann nicht nur zwei Töne nehmen, also ein einziges Intervall, sondern mehrere verschiedene. Jetzt spiele ich mal 1, 2, 3, 4 Tasten kurz nacheinander. Und habe hier einen fantastischen Triller. Und genau das habe ich ja auch gebraucht, weil wir sehen können, dass wir die Bratsche eigentlich mit zwei Trillern haben. Es geht hier nämlich am Anfang von dem E auf das Cis und vom Cis auf das A. Dann haben wir sogar noch mehr vom A auf das Fis auch noch. So klingt das dann, wenn wir die Bratschen alleine anhören. Dasselbe ist auch beim Cello der Fall. Und jetzt könnte man ja teilweise diese Lücken dazwischen hören. Damit das nicht passiert und ein bisschen kaschiert wird, habe ich von der Sample Library Spitfire Icini, Lökria. Das ist eine Library, das war, glaube ich, Albion 2, genau, wo sehr, sehr leise Sounds sind. Da habe ich ein Tremolo genommen und das einfach nochmal leicht dazu gelayert. So klingt das alleine. Und wenn wir jetzt die Strings mal zusammenlaufen lassen, dann klingt das wirklich sehr, sehr weich. Das war der erste von zwei Teilen. Im zweiten Teil gucken wir uns weiter die Libraries an, welchen Hall-Effekt ich benutzt habe, mit welchen Settings, welche großen Herausforderungen es gab bei der Live-Aufführung und es gibt ein spezielles Angebot für dich. Bis zum nächsten Mal.